Ich kenne Menschen, die schauen die Videos nur wegen die Hoppalas. Hallo, das ist die Rosi von den Grünen Andersrum Tirol und heute wieder da, um ein Buch vorzustellen. Okay, ich muss schneller werden, hat der Thomas gesagt. Also, das ist, Buch ist von der Christa Winslow oder Winslow und heißt Das Mädchen Manuela. Und da steht da der Roman zum Film Mädchen in Uniform. Ich habe den Film noch nicht gesehen, muss ich gleich dazu sagen. Aber ich lese wie immer Klappentext. Der Film Mädchen in Uniform ist weltberühmt. Hierzulande vor allem die Fassung von 1958 mit Romy Schneider, Lilli Palmer und Therese Giese. Mit Das Mädchen Manuela liegt nun der entsprechende Roman wieder vor, über den Christa Winslow schrieb. Was ich zu schildern versuchte, sind die erotischen Verwirrungen der Pubertätszeit, die kindlich reine Leidenschaft eines starken Gefühls, das im Zusammenprall mit einer feindlichen Umgebung zu Vernichtung und Untergang führt. In ihrem Roman erzählt Christa Winslow die Geschichte der jungen Manuela von Meinhardis, die sich in einem gestrengen Mädchenpensionat in Fräulein von Bernburg, eine ihrer Lehrerinnen, verliebt. Doch anders als der Film setzt der Roman bereits weit vor der Pensionatszeit Manuelas ein und nimmt auch ein anderes Ende. Steht da gleich eine Empfehlung. Das Mädchen Manuela besticht durch seine präzise, bilderreiche Sprache und seine einfühlsame Schilderung der Gefühlswelt eines empfindsamen Mädchens. Ein Klassiker, der zur Neuentdeckung einlädt. Du schaust so. Es ist eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe von der Christa Winslow. Trotzdem, was mir nachhaltig beeindruckt hat, war einfach, wie im Klappentext schon erwähnt, diese Erzählungen oder diese Schilderungen dieses Internatslebens. Ich habe das recht spannend gefunden, einfach wie damals das abgelaufen ist, dass es eigentlich so ein Mikrokosmos war unter Mädchen, wie die Erzieherinnen agiert haben. Das finde ich jetzt einfach auch vom pädagogischen Standpunkt her total spannend. Und was natürlich super spannend ist, ist, dass dieses Mädchen einfach ein Gefühl in sich entdeckt. Eigentlich das Gefühl, dass sie lesbisch ist und die Lehrerin total super findet. Und das passiert sicher ganz oft, dass die Schülerinnen ihre Lehrerinnen verlieben oder generell Schüler an Lehrerinnen oder Schülerinnen in Lehrer und vielleicht auch was projizieren und das halt nie anerkannt werden darf. Ja. Also die Thematik selber ist halt auch sehr sensibel. Und ich habe das einfach schön beschrieben, auch diese Mädchenfreundschaften untereinander im Internat, das ist weit weg von diesen Hanni und Nanni Bücher, wo das alles sehr blumig und rosig und ach, es ist so toll, sondern eigentlich von der anderen Seite auch ein bisschen. Internatsleben war nicht wirklich immer toll. Hat da die Mädels auch zum Teil einfach abgeschoben und sie da ordentlich gelehrt nach Zucht und Ordnung und da ein ordentliches Leben zu führen. Ja, trotzdem sehr empfehlenswert und ich würde gerne mal einen Film sehen. Aber ja, komm vielleicht noch. Viel Spaß mit dem Lesen.